Würzburg kommt jetzt für einige Zeit in den Genuss der Kunstschätze aus Hildesheim. Dazu gehört auch der Ringelheimer Kruzifixus. Warum ist das Werk so bedeutend? Ja, es sind eigentlich zwei Punkte, die dieses Werk so bedeutend machen. Zum einen ist es tatsächlich eine der ältesten Großplastiken, die wir in der abendländischen Kunst seit der Antike besitzen. Es bestand ja lange die Scheu vor plastischen Darstellungen, vor allem innerhalb der Kirchenräume. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, dass sich mit diesem Kruzifixus der Name des heiligen Bernward von Hildesheim verbindet. Bernward ist ja die große Figur in der Hildesheimer Geschichte, sächsischer Adeliger, der Notar am Kaiserhof ist unter Kaiserin Diophanu, Erzieher des Sohnes Ottos des Dritten. Und dieser Bernward ist der große Stifter von Kunst auch für Hildesheim, die nach wie vor dort auch präsent ist. Das Zweite, was hier sehr schön aufgebaut ist im Museum am Dom in Würzburg, das ist dieser Fußboden aus dem Hildesheimer Dom. Dieser Boden ist trotz seines fragmentarischen Zustands natürlich von äußerster Seltenheit und Kostbarkeit, denn solche Stücke haben sich eigentlich nicht erhalten. Sie werden durch abgelaufen. In der Hildesheimer Domapsis ist dieser Fußboden erhalten geblieben und er zeigt, wie man es aus Buchmalereien etwa kennt oder auch von Wandbildern, ja, ein ganzes kosmologisch-anthropologisches System. Da ist mal in der Mitte dieser Mann mit den drei Nasen und drei Bärten. Ja, es ist eine ganz originelle Ins-Bild-Setzung der Zeit. Es ist ein Gesicht, das zurückschaut im Profil, das nach vorne schaut, aber auch den Betrachter anschaut, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert. Wir haben außerdem vier Elemente. Ja, das Feuer, hier ist ein Drache dargestellt, sehr sinnigerweise. Dann ein Bauersmann für die Erde und ein Wesen mit Vogelkopf und Fisch in der Hand, der fürs Wasser steht. Und so einfach war damals die Welt. Ja, ja, es oder? Waren ganz klare Strukturen, die man dem göttlichen Schöpfungsplan und der Heilsgeschichte entnehmen konnte. Wir kriegen sogar Hinweise auf die Mode, auf die Haarmode der damaligen Zeit um 1200. Ja, Maria ist mit ganz schweren Zöpfen dargestellt, die über ihre Schultern fallen, auf denen die Krone sitzt. Denn es ist eigentlich die herrscherliche Tracht einer byzantinischen Kaiserin, die wir hier vor uns sehen. Wir sehen hier ein Kokosnussreliquiar. Jetzt frage ich mich als einfacher Betrachter natürlich, wie kamen die damals vor mehreren hundert Jahren so einfach an eine Kokosnuss? Ja, ganz einfach sicher nicht, aber man hat diese Nüsse natürlich wie andere Kostbarkeiten aus dem Orient auch über die Handelsstraßen hier nach Deutschland gebracht, vielleicht auch Mitbringsel von Pilgern selbst, könnte man sich vorstellen. Sie wurden auf jeden Fall hochgeschätzt und waren sicher auch nicht ganz billig. Und man hat dieser Wertschätzung auch Ausdruck verliehen, dadurch, dass man solche Naturprodukte, neben den Nüssen natürlich auch Schnecken oder Muscheln, in Silber gefasst hat. Und in diesem Fall hat man das Ganze zu einem Reliquiar verarbeitet, das wohl ursprünglich Reliquien des heiligen Andreas enthalten hat. Besonders beeindruckend an diesen zwei Aposteln ist die perspektivische Darstellung, vor allem wie das Andreaskreuz da eingearbeitet ist. Ja, diese schrägen, diese ganz extremen Schrägungen von Flächen sind ein Stilmittel, das dieser Benediktmeister einsetzt, von dem wir leider den Namen nicht wissen. Es ist vor allem ein Mittel, die Dramatik dieser Figuren zu steigern. Die müssen sich ja quasi gegen das Abrutschen sichern auf diesen schrägen Flächen. Ansonsten spiegelt es natürlich auch eine Begeisterung der Zeit, wieder sich mit Perspektive auseinanderzusetzen. Aber hier ist es ganz klar auch ein Mittel, diesen Figuren Ausdruck zu verleihen und ihnen Spannung mitzugeben, die sich auch in der dramatischen Ausarbeitung dieser Oberfläche festmachen lässt, die ja nur in Ansätzen durch den Körper motiviert ist, der darunter steckt. Es sind ja eigene dramatische Landschaften. Diese Kunstschätze aus Hildesheim sind begleitet von einem Emblem, das ist eine stilisierte Rose. Diese Rose bezieht sich auf den berühmten Hildesheimer Rosenschlauch, den tausendjährigen, der an der Apsis des Hildesheimer Doms steht und wächst. Die Legende erzählt, es sei dieser Rosenschlauch gewesen, an dem Kaiser Ludwig der Fromme eingeschlafen sei.
nachdem er ein Reliquienkreuz da hineingehängt hat. Und als er aufwacht, ist dieser Rosenstrauch erblüht und das Kreuz lässt sich nicht mehr entfernen. Und an diesem Platz lässt er eine erste Kirche errichten. Heute hat dieser Rosenstrauch noch eine zweite wichtige Bedeutung für Hildesheim, denn als Hildesheim in Schutt und Asche lag, auch der Dom war ja vollständig zerstört, trieb dieser Rosenstrauch durch diese Trümmer wieder aus und setzte also ein neues Zeichen für Hoffnung und Leben in dieser Ruinenlandschaft Hildesheims 1945.